Ja, hallo Leute. Seht mich an, ich bin die Hydra. Und zwar mit dem Rhino-Kopf. Und was ich gemerkt habe ist, und ich wusste das irgendwie gar nicht, dass man seinen Mega tatsächlich overclocken kann in dem Practice-Mode, wenn man da als Mega reingeht. Das dauert nur Ewigkeiten. Und ja, aber ich will jetzt meine Hydra, die jetzt auch schon ein bisschen verschönert, verbessert wurde an ein paar Stellen inzwischen. Auch wenn ich sie kaum spiele. Ruhe. Einfach mal overclocken und gucken, wie sie sich dann verhält. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann, wenn es soweit ist. Hey Leute, da bin ich wieder. Also ich bin es leid, hier rumzufahren. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde mindestens fahre ich hier schon rum. Und es gibt, ich habe gerade was gekillt, kaum noch Overclock-Cycles heißen die Dinger, ja. Für einen Kill. Das Einzige, was das gebracht hat, ist der Everything is OP Megabot. Allerdings, der hat sich versteckt. Ich glaube, der ist irgendwo da oben in den Bergen oder so. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Der ist vom Erdboden verschluckt worden. Oder vom Marsboden. Naja. Jedenfalls, man merkt schon ein bisschen was. Sie werden den gleich nochmal neu starten, damit wir auch auf Klang 1 sind. Man merkt eindeutig, dass er auch ein bisschen schneller geworden ist. Man merkt vor allem, dass die Waffen deutlich höhere Kadenz haben. Also das ist schon sehr tödlich. Ich möchte da nicht stehen, wo die Dinger die ganze Zeit einschlagen. Da ist man ja innerhalb von 3 Salven definitiv kaputt. Fällt kein Spieler aus. Und ja, das Handling wird natürlich wieder schlechter. Ich kratze immer mehr in den Boden, was vorher nicht ganz so einfach war, weil ich einfach so langsam war. Man sieht, dass meine Krallen momentan sogar einen ziemlich positiven Effekt haben. Wenn ich diese Kurven reiße, dass die mich quasi nicht umkippen lassen. Und habe ich es geschafft. Also da komme ich manchmal bei raus, indem ich dann so schieße und dann vorwärts versuche zu fahren. Aber das klappt nicht immer. Diesmal scheint es nicht zu klappen. Sorben spielt Banished, interessant. Und Facebook habe ich auch nicht ausgemacht, also das ist alles eine spontane Aufnahme. Normalerweise gehe ich auch offline im Steam für solche Sachen, aber okay. Ja, ich kill nochmal einen Bot hier. Und dann werdet ihr unten mal beobachten, wie wenig das ansteigt. Also ich habe nichts gesehen. Ja, ich bin hier schon 3 Viertelstunden unterwegs und ich kill die ganze Bots und nichts passiert mir großartig. Deswegen keine Lust mehr. Wir fahren jetzt mal auch kurz im Kreis und gucken mal, was jetzt die Max-Geschwindigkeit ist, wenn wir mal hier. Leider gibt es hier keine Rennpiste. Ah, ich würde mir wünschen, PreGem hätte daran gedacht, ein besseres Overclocking-System hier einzufügen in diesem Spielbereich hier. Haben sie leider nicht getan. Es wäre schön, wenn es direkt an der Base einen Protonium-Reaktor geben würde, der einen auf Overclocking 13 packt, wenn man den kaputt schießt komplett. Haben sie nicht dran gedacht. Vielleicht was für die Reform zu vorschlagen. So, welche Geschwindigkeiten erreiche ich hier jetzt? Also ich sehe 130, knapp über 130 habe ich gesehen kurz. Ah, jetzt aber eher so 120. Na komm, jetzt mal hier irgendwo. Es ist leider alles nicht gerade. Ich würde sagen, es ist ein Mittel von 125. Das hatten wir vorher nicht. Wir gehen mal zurück zum Mothership und wieder rein in den Practice. Puff hat's gemacht. Aha, interessant. Das Laden der Hydra ist sehr anstrengend für den PC. Oder für das Spiel. Der PC ist eigentlich gar nicht ausgelastet. Sollte nicht ausgelastet sein mit diesem Spiel hier. Aber Rogue-Craft halt. Ist halt die Unity Engine. Ist halt umsonst Engine. Entsprechend funktioniert die auch gut. So, Overclocking 1. Ah, man sieht behäbiger, ne? Aus dem Weg. Ich will dich jetzt nicht töten. Ich glaube, wir sind so 85, höchstens Spitze 90. Da war jetzt bergab ein bisschen. Es wackelt dadurch ein bisschen auch der Wert. Also ich würde sagen, 85 ist jetzt hier die mittlere Geschwindigkeit. Wir hatten eben 125. Das ist 40 km schneller. Für 4 Overclocking Level. Also passt ziemlich genau. Anscheinend 10 km mehr. Und das ist gar nicht wenig, wenn das so weitergeht. Und die Schusskadenz, ihr seht jetzt, wie er nachlädt. Und nachlädt.
und nachlädt und jetzt erst wieder schießt. Die ist auch schon deutlich gestiegen. Der Schaden soll wohl bei Plasma weniger steigen, damit One-Shots nicht so häufig werden. Aber egal, wie waren jetzt anfangs die Kills? Da kriegt man relativ schnell, glaube ich, das nächste Overclocking-Level. Verhältnismäßig schnell. Aber das könnte echt besser sein. Ich habe das Gefühl, dass ein Megabot, und ich glaube, das haben sie in den Patch Notes eigentlich mal gesagt, dass die langsamer overclocken. Und das kriegt man hier sehr hart zu spüren. Und ich habe hier wohl am Ende so eine Art Cap erreicht für diesen Megabot und konnte einfach nicht mehr weiter. Was ich jetzt eigentlich bräuchte, wäre der Everything is OP-Bot. Und schon wäre ich Overclocking 2. Der würde es mir richtig besorgen. Dieser Hydra hier. Aber man kriegt anscheinend nicht, was man will. Na, komm. Na, egal. Ich würde sagen, das war jetzt ein kleiner Test hier für das Overclocking. Für Megabots. Und das ist meine Hydra. Nicht oft gefahren. Ich habe heute sogar noch ein Game damit gewonnen. Wie ihr sehen könnt, kein Bonus. Habe ich heute schon gewonnen. Panzer habe ich auseinandergebaut. Das hier ist ein Prototyp für zukünftige Sachen. Bin ich allerdings noch am Testen und ich glaube nicht, dass es das hier wird. Ich denke, dass eine Mega-SMG den Schadenausstoß schon deutlich erhöht. Natürlich auf Kosten vieler anderer Dinge. Und dass vier Ketten gut ist. Aber mir hat nicht gefallen, wie das Ding jetzt aussieht, wie es gepanzert ist und so weiter. Ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. Ich glaube, das hier wird es nicht werden. Es kann sein, dass ich vier Ketten hintereinander mache und darauf quasi ein Türmchen baue. Und vorne Panzere, aber seitlich weniger Panzere. Und dann werden die Ketten halt nahe sein. Aber dafür vier Stück. Gucken, wie sich das dann auch dreht und so weiter. Das werden wir alles noch feststellen. Ich würde sagen, das war es dann von mir. Ach, das hier, das kann ich auch noch zeigen. Das ist auch ein spaßiges Vehikel. Ich habe nämlich letztens Mad Max gesehen. Das war es noch nicht von mir, das zeige ich jetzt hier noch. Mad Max Fury Road. Habe ich in den Kino gesehen, leider also auf Deutsch. Der Film wäre auf Englisch bestimmt eine ziemliche Wucht. Aber das Ding hier stellt den Truck dar, der so wichtig war in dem Film. Mehr sage ich dazu nicht. Und der geht ganz schön ab. Ich meine, das ist ein Artbot, aber er macht trotzdem Spaß. Noch hat er nichts drauf. Aber wartet mal, bis das Ding overclockt ist. Dann sind die 2000 PS hier schon drinne, die das Gefährt auch im Film haben soll. Ja, den brauchen wir. Den hätte ich eben was gebraucht, weil der hat rumgegeizt. Ja, ich bin nicht so gut mit Plasmazielen. Muss ich noch besser mit werden. Na komm, soll kein zu langes Video hier werden. War eigentlich nur Megabot Overclocking. Und jetzt zeige ich hier noch meinen Spaßvehikel. So, und jetzt finish ich ihn. Oh. Komplett versagt. Komm. Jetzt bin ich Overclocking 5. Jetzt müsste man schon eine ganze Menge hier sehen können. Vielleicht kriege ich hier gerade noch 6. Irgendwie ein bisschen langsam noch. Hab mich wieso. Es hat sogar ein paar Thruster innen drin, ne? Aber gut. Mein Megabot war schneller auf Overclocking 5. Was soll denn das? Ich meine, das sind zwar Low-Level-Reifen, das hier ist ein T8-Bot. Aber auch mit Thrustern. Egal. Zurück zum Mothership. Ich habe noch einen Bot, den ich heute gebaut habe erst. Hier habe ich den gebaut. Nee, das ist ein anderer Spaßbot. Wir nennen das Terranplatten, eine Erfindung von Torx. Wo habe ich den denn? Wo habe ich den denn? Ja, hier. Mit eingebauten YOLO.
Somit hat man seinen YOLO immer mit in der Schlacht genommen. Wenn man YOLO braucht oder sein Team YOLO braucht oder der Gegner demoralisiert werden soll durch YOLO, dann kann man mit dieser Struktur hier ganz einfach YOLO mitnehmen. Für jedermann sichtbar. Wenn man nämlich keinen Tier 10 Panzer baut oder am besten sowas wie unter Tier 5 oder so, dann hat man immer CPU über mit den weißen Klötzen rumzuspielen, ohne dass man im Robot-Ranking steigt. Deswegen kann man solches Zeugs machen. Eigentlich hatte der Bot hier auch ein bisschen mehr Swag gehabt, wie wir jetzt inzwischen sagen. Eine Erfindung von der Streamerin Selborg, quasi, dass man sowas wie Flaggen und solche Sachen anbaut, kosmetische Items, um Swag zu haben. Oder irgendwelche sinnlosen Sachen, wie zum Beispiel dieses Schild hier. Das bringt Swag. Dieser Panzer hier hat seinen Swag verloren, weil ich habe viele der kosmetischen Items wieder abgebaut und dann wieder an meine Hydra gesetzt. Okay. Das war jetzt eigentlich alles. Wir haben YOLO gesehen, wir haben Mad Max gesehen, wir haben Hydra gesehen, wir haben Swag gesehen. Hier ist der Swag verbaut, wie ihr sehen könnt. Zwei Masken. Ich bin versucht, sehr versucht, verführt, vielleicht mal FreeGem zu fragen, ob sie nicht ein paar Masken spendieren könnte. Vor allem die Masken, die ich gar nicht mehr kaufen kann. Aber ich traue mich nicht. Ich bin nämlich kein Bettler, müsst ihr wissen. Aber egal. Das war's jetzt wirklich von mir. Ich bin Bobo Rosser von Pixel Beef. Bis zum nächsten Mal.